Wenn ich meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Ich habe schon immer Verständnis für diesen sogenannten ungläubigen Thomas. In der Bibel ein Einzelfall, aber heute die Regel, ungläubig zu sein. Aber nicht aus bösem Willen, sondern aus Mangel an Erfahrung, aus Mangel an Plausibilität. Auch Jesus hat Verständnis für Thomas' Zweifel und er lässt ihn genau das tun, wonach ihm verlangt. Fühlen, dass Jesus lebt. Mit den Sinnen erfahren, dass er unter uns ist. Vielleicht auch diskutieren. Wir wissen ja nicht, wie die Szene weitergeht, ob Thomas noch etwas gesagt hat, ob Jesu Schlusswort vielleicht gar keines war und danach heftig gerungen wurde. Ich wünsche mir für unseren Glauben und für unsere Kirche beides. Orte der Erfahrung, wo man Gottes Gegenwart spüren kann, wo man sinnlich erleben kann, dass Gott mit uns ist. Und Orte des Diskurses, wo man auf Augenhöhe streiten kann, was glaubwürdig ist und was nicht, was es zu bewahren gilt und was man loslassen darf oder gar muss, um den Glauben in die Zukunft zu führen. Denn das ist notwendig. Den Glauben hat man nicht ein für allemal. Man muss immer wieder mit den Händen greifen, wie der ungläubige Thomas.